So, wenn der Finger runtergeht, startet die Übertragung. Das sind doch mal Ansagen. Ne? Läuft. Schön, dass ihr dabei seid. Pünktlich wie die Maurer, sagt man im Volksmund. Ne? Radiozeit, sag ich als Radiomann. Aber jetzt mal hier wieder bei Schlager für alle mit den Großartigen. Ich liebe sie wirklich. Schlagerpiloten, hallo. Hallo. Servus. Das ist nicht mal ein Lippenbekenntnis oder so, dass ich sage, ja, da muss ja jeden Künstler nett ansagen. Ich finde das Hammer, was ihr macht. Innerhalb kürzester Zeit sich so in der Beliebtheitsskala nach oben zu kämpfen. Erste Frage, was geht in euch vor? Ihr seid happy, ne? Ja, es, also dieser, sag ich mal, Steilflug, der hört irgendwie einfach nicht auf. Und am Anfang ist es dann so, oh, toll, klasse und so weiter. Jetzt schaust du einfach nur und sagst, ja, ja, okay. Also du kriegst das gar nicht mehr so realisiert. Also du brauchst halt ein bisschen. Ja, ja, und wenn du dann so viel unterwegs bist und wirklich tagtäglich woanders bist und so weiter, ja, das ist nur Vollgas. Nur Vollgas. Stefan, ja. Du hast doch auch davon geträumt. Ja, natürlich. Jeder Künstler träumt davon, mal auf großen Bühnen stattzufinden. Aber in deinem Studio liegt jetzt Staub. Im Moment liegt da Staub, ja. Das einzige Tolle, ich spare mir jetzt die Heizung zu Hause. Ja, aber wenn das Wetter so ist wie heute, hier zumindest in der deutschen Hauptstadt Berlin, heute ist ganz schön, wa? Ja, jetzt ist schön, ja. Super heute. So, dir geht's auch gut, ihr habt viel Stress, aber du bist heiztechnisch ein bisschen angekratzt, aber du machst viel dagegen. Ja, ich bin ein wenig angeschlagen, aber alles läuft. Aber du bist ja dementsprechend gut präpariert worden, auch von dir. Ingwer-Tee. Und ihr habt für live mal so ein Stückchen gesungen und so, das funktioniert. Also, wie hoch singst du denn? Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Also, sehr hoch. Ich glaube, bis zu der vierten Oktave komme ich schon bis zu C. Ja, doch. Ganz schön, ne? Aber da muss er gesund sein. Ne? Da muss ich gesund sein. Aber das ist auch eine Stimme für Katastropheneinsätze. Also, wenn hier der Krankenwagen vorbei fährt, kannst du Konkurrenz machen. Wir brauchen ja einen, der ganz hoch singen kann. Dann einen, der toll im Mittelfeld singt und ich mit der Resonanz mache den Bass dann unten. Ja, und das Wichtige dabei ist ja tatsächlich, glaube ich, dass ihr nicht nur stimmlich so harmoniert, das klingt ja alles super und die Songs sind toll, sondern auch menschlich. Ja. Also ihr seid nicht hier irgendwie gecastet an so einem Reißbrett, haben sie da drei Typen zusammengesperrt, die sich eigentlich nicht leiden können, sondern ihr seid echt Kumpels, ne? Ja. Ja, wir sind völlig, also wirklich völlig normal, wir lachen sehr gerne, wir machen, es ist auch so, jeder kann über sich selbst lachen. Den besten Spaß haben wir untereinander, weil wir uns dann immer veräppeln, auch bei den ganzen Fahrten. Genau. Also für normalerweise sagen wir. Für die, sage ich ja. Genau. Für die langweilig. Ja, das wird nie langweilig. Toll, ja. Okay, also es funktioniert ganz wunderbar. Herzlich willkommen, jetzt seid ihr alle da. Auch natürlich unseren Zuschauern bei Instagram. Hallo. Hallo. Leonie, kommst du zurecht mit dem neuen Gerät? Na klar. Na klar, super. Okay, dann können wir loslegen. Ihr könnt auch eure Fragen stellen. Das wird der Hendrik. Der Hendrik ist da, der wird die dann höchstpersönlich stellen. Hendrik, wir bringen dich ins Fernsehen groß raus. Ich freue mich. Aus dem Geschäft sozusagen. So the voice, ne? Aber einige haben ja schon gefragt. Sabine Rieker zum Beispiel. Freuen sich die Schlagerpiloten, dass sie immer beliebter und bekannter werden? Da keine Frage, oder? Ja, klar, natürlich. Hat auch seine Schattenseiten, ne? Ihr kommt nicht mehr nach Hause. Ja, stimmt. Ja, wir kommen jetzt, also jetzt wirklich 5 Wochen kommen wir nicht nach Haus. Klar. Aber man kann ja nicht zum einen sagen, boah, ich hätte das so gerne und dann ist es soweit. Ich finde das doch nicht so toll. Und nee, so geht's nicht. Nee. So, ne? Ja, gerade bei 3, da hat man die Verantwortung noch. Aber ihr lebt ja euren Traum, ne? Muss man einfach sagen. Auf jeden Fall, ja. Und vor allem das Schöne ist ja, man kann auch die Freude dann mit den Kumpels teilen. Das ist ja auch das Schöne. Und mit den Fans. Ja. Und mit den Fans, ja. Eine große Familie. Ja. Und euch haben sie ja wirklich, also das ging ja los, ihr habt das ja wie ein Testballon gestartet. Genau, ja. Du warst, hast die Idee. Ja, die Idee, na klar. Ich habe eine Veranstaltung, die Schlager nach den Weiß in Döckingen. Und da ich selber Veranstalter bin, kann ich mir auch mal erlauben, einen Flop zu leisten. Ne? Und da dachte ich mir, ja, ich stelle jetzt uns drei da mal auf die Bühne und wir testen einfach mal mein Publikum aus, ob das ankommt oder nicht. Schon mit den Uniformen, das ganze mit Konzept. Komplett so, wie wir jetzt hier sitzen. Und wenn es in die Hose gegangen wäre, dann hätten wir gesagt, komm, wir lassen es sein. Ja. Aber wir waren so überwältigt von der Begeisterung der Fans, haben wir gesagt, wir müssen das jetzt durchziehen, wir machen weiter. Ja, und da hat man den Druck. Und da hat man den Druck. Da ging es los. Und auf einmal wollten alle CDs und wir wussten gar nicht, wo wir jetzt die Zeilen hernehmen sollen. Ja. Ja. Aber wir haben uns angestrengt und innerhalb von nicht mal einem halben Jahr ein Album gemacht. Das war ein Samstag, ne? Ja. Weil ich habe Sonntag meine Radiosendung und ich weiß, die riefen alle an und sagen, Mensch, spielt doch mal die Schlagerpiloten, warum spielt die denn nicht, die sind toll und so. Ich wusste noch gar nicht, was da auf mich zukommt. So schnell kann es gehen. Ja. Dazu gleich die nächste Frage von Miriam Elf. Danke, dass du diese Frage gestellt hast. Wann gibt es neue Musik von euch? Also die Hits erscheinen ja jetzt erstmal, die schon Hits sind und neue Songs dazu. Wann kommt das Album? Das Album kommt jetzt am 19. April, Karfreitag. Also wer es
zu Ostern noch zu Hause haben möchte, bitte noch vor dem Karfreitag kaufen, weil Freitag haben die Geschäfte zu. So ist es. Ja? Oder bestellen und dann wird es auf jeden Fall Samstag geliefert. Quasi noch geliefert. Genau. Da trägt die Post noch aus, genau. Wenn sie nicht streikt. Ja, hoffentlich. Berlin hat einen großen Streik wieder mit den Bahnen. Ja, war ja die Woche hier, ne? Ja, aber ja. Da ist dann Chaos. Ja. Am Musiker streiken nicht, ne? Nee. Höchstens, wenn es nichts zu trinken gibt. Nee. Wir schaffen das. Ja. Wir schaffen ohne Terpentin keine Melodien. Okay, Monika A. Was sind eure Karriereziele für 2019? Was wollt ihr für dieses Jahr jetzt erreichen? Für dieses Jahr? Für dieses Jahr ist unser Fokus komplett das Album. Zu 100%. Also wir haben wirklich versucht, da alles zu geben. Und wir sind damit wirklich zufrieden. Absolut. Ne? Und jetzt wollen wir halt sehen, die Ziele können wir gar nicht stecken, weil wir haben auch so einen unglaublichen starken Manager mit Wilfried Emich. Das ist wirklich ein Tier, das gibt es gar nicht. Das ist der vierte Pilot. Ja, ist auch so. Und wir lassen dann auf uns zukommen. Wir können gar nicht, richtig. Ja, ja, wir nehmen die Dinge so, wie sie kommen. Weil das ist jedes Mal, jede Woche kommt was Neues. Ja. Und das ist ja gut. Ja. Wir wollen uns zeigen dieses Jahr 2019, dass es uns gibt. Wir wollen mit den Fans schöne Stunden verbringen. Genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn uns die Fans das zurückgeben. Und wir merken jetzt, wir waren jetzt in ein paar Hallen auf der Schlager-Hitparaden-Tournee, dass die Leute schon Textsinger sind, die singen die Songs die kommen an die Bühne, stehen auf und feiern mit uns. Also die neue Single, die kommt jetzt am 5.4. Ich schicke dir einen Ballon, ist glaube ich unser heimlicher Hit-Favorit im Moment. Denke ich auch. Da geht es richtig zur Sache und wir freuen uns drauf. Und 2019 ist eigentlich unser Jahr, um uns zu zeigen, dass es uns gibt. Genau. Und dass wir rauskommen. Ja, richtig. So, ne? Und irgendwann feiern wir 40 Jahre Schlagerpilot. Ja. Wäre doch mal. Und diese Abschlusstournee wird 4 Jahre dauern. Und dann wäre die Ford-Klinik. Genau. Okay, zur nächsten Frage von Mara Pünktchen. Oder ja, Pünktchen wird das sicher heißen. Also Mara, du weißt Bescheid, dass du gemeint bist. Da muss ich mal kurz erklären. Ihr seid ja 3 Solisten. Frank Kord ist ein Solist. Kevin Marx. Ich wollte wegen dem Namen nochmal Spaß machen. Das ist dein richtiger Name, Max? Nein. Ach, das ist ein Künstlername. Ja, das ist ein Künstlername. Ah, willst du mal verraten, wie du richtig heißt? Ich sollte den damals bei meiner ersten Single, als ich die erste Single rausbrachte, meinte meine Plattenfirma, ich sollte Künstlernamen nehmen, weil mein bürgerlicher Name als solches nicht so klingen würde. Okay. Ja, da stand ich natürlich da. Und es sollte innerhalb der nächsten 10 Minuten sein. Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann hatte ich dann, Kevin fand ich schon cool. Ja. Obwohl immer diese Kevin allein zu Hause Geschichte, interessiert mich aber nicht. Ja, mir fehlt der Nachname und damals gab es auch die Telefonbücher halt. Ja. Da habe ich das wirklich so gemacht drauf und da hieß einer Jochen Marx und fertig. Und bürgerlicher Name ist Dirk Berns. Hat also gar nichts damit gar zu nichts tun. Klingt aber auch gut. Schön. Ja, finde ich auch. Ich könnte aber mal mit dir jetzt in Berlin, ich bin mit dem Fahrrad da, kommst du auf den Gepäckträger, ist nicht weit von hier, fahren wir mal hin zum Karl Marx. Ja. Und machen mal ein Foto. Ja, können wir machen. Einfach Spaß. Aber die Geschichte kennst du, ne? Doch, das weißt du schon. Ja, genau. Und natürlich Stefan Pösnecker als Komponist, als Produzent. Die Frage ist nämlich von Mara, woher rührt eure Leidenschaft für Schlager? Also bei mir ist es ganz schnell erzählt. Ich war 25 Jahre Disc-Jockey. Ich war eigentlich immer in der Main Hall, habe immer House, Black, R&B, Soul und so solche Sachen gespielt. Und da ist der Disc-Jockey ausgefallen in der Schlagerhalle. Ah. Da habe ich das ersetzt und ich kannte nur 2 Interpreten, Wolfgang Petri und Ivo. Die kannte ich nicht. Und da habe ich die CDs einfach so abgespielt und gemixt, wie sie dann halt da standen. Und dann habe ich mich damit mehr und mehr beschäftigt, kamen die ersten Live-Künstler und so weiter. Und dann, ich fand es toll, fand es richtig gut, habe dann diverse DJ-Mixing gemacht und so. Und da war es vorbei. Und da war ich dann drin. Ja, so einfach. Infiziert, also richtig. Bei dir war es durch die Alleinunterhalterzeit, du musstest spielen, was die Leute wollten. Das sowieso, ich komme aus einer Musikerfamilie, der Vater hat Schlagzeug gespielt, meine Mutter war Trompeterin, der Opa Posaunenchorleiter und so weiter. Und ich habe als ganz kleines Kind schon angefangen, aber es kam immer aus der volkstümlichen Ecke. Ja. Und die Leidenschaft zum Schlager habe ich dann wirklich erst als Alleinunterhalter entdeckt, eben hier meine eigenen Songs dann auch geschrieben und dann 30 Jahre lang auf der Bühne, ganz quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs gewesen. Und für mich gab es immer diese Leidenschaft zum Schlager. Also ich habe das gern verstanden, was ich singe,
Und ich finde unseren Schlager wirklich toll. Ja, und ich erinnere mich an die Zeiten auch noch in Sachsen-Anhalt. Ne? Wir haben eine gemeinsame Freundin, vielleicht ist sie jetzt sogar dran auch, ne? Daniela Zahn. Daniela Zahn. Die immer gesagt hat, ach, jetzt kommt er endlich wieder nach Sachsen-Anhalt. Und das war ein Höhepunkt, muss man sagen. Liebe Grüße. Und bei dir? Ja, bei mir war es ja auch nicht viel anders. Ich habe ja auch in vielen Bands gespielt, genauso wie es beim Stefan Jungen auch der Fall war. Und mache auch seit meinem 7. Lebensjahr Musik und mag das auch ganz gerne. Einfach verstehen, was ich da singe. Ja. Und dementsprechend hast du auf vielen Schlagerveranstaltungen halt Musik gemacht und gemuckt. Und somit bin ich dann auch einfach in den Schlagerzirkus hereingewachsen. Auch nicht nur als Interpret, sondern auch als Komponist, als Produzent und. Und bin einfach froh, das jetzt in der Form für mich hauptberuflich machen zu können. Genau, du hast ein eigenes Studio auch, ne? Und fummelst, aber ihr produziert bei Stefan. Genau. Ja, genau. Weil das am optimalsten dann ist. Ne? Ja, wir teilen uns das auch auf. Es wird auch viel bei Frank dann eingesungen. Okay. Ach so, wegen der Fahrtstrecken und so. Genau. Super ist das. Wir versuchen das immer zu optimieren. Wo kommst du her? Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ah, okay. Ich komme aus Kleve, ist ganz knapp an der holländischen Grenze. Kleve, ja. Ja, kenne ich. Ja. Und du? Mitten in Bayern. Ach ja, du wohnst ja mitten in Bayern, natürlich. Ich war ja schon eingeladen zu dir in Polen. Ist immer Katzensprung bei uns. Vielleicht wird es ja noch. So, okay, dann kommen wir zur nächsten Frage von Martina Gralki und auch Andrea Misbach. Beide haben diese Frage gestellt, liebe Schlagerpiloten. Wie kommt ihr zu diesem ungewöhnlichen Namen? Hat jemand von euch was mit Flugzeugen zu tun? Ja, bis auf die Tatsache, dass wir zum Beispiel viel unterwegs sind und viel auch des Öfteren auch fliegen müssen, haben wir mit dem Flugzeug weniger zu tun, außer bei einem Video. Da haben wir dann bei der 747 Original Simulator haben wir dann... Habt ihr richtig drin? Ja. Das ist ja, also, wenn du fliegst, ne? Ja, genau. Da haben wir eine Einweisung bekommen und da haben wir dann auch unser Video Heartbreak Airlines gedreht. Und das war schon interessant. Also da ist ja der Richter, wenn du da Mist baust, dann geht es zur Sache. Ne? Dann geht's. Ja. Da habt ihr ein schönes Foto gemacht. Du guckst so, ich weiß, so über die Schulter nach hinten. Ja, ja. Du sitzt da, wo der Chef sitzt. Links, genau. Ja, genau. Ne? Der Chefpilot. Okay. Ja, der Name kommt aber Piloten aus dem Grund, weil wir erkannt haben beim Komponieren auch, und was wir auch schreiben wollten, dass wir ganz, ganz viele schöne Reiseziele besingen. Mhm. Die Goldene Stelle von Bali und von Griechenland für unseren Setaki und so weiter. Genau. Und dann sind wir irgendwann so mit Gag drauf, das ist ja, wir sind ja wie ein singendes Reisebüro. Ja. Ne? Und wir befliegen und bereisen die ganzen Orte der Welt und dann kam auch die Idee zu dem, lass uns doch Piloten nennen, Schlagerpiloten. Ja. So ging das voran. Und vielleicht macht ihr sogar nochmal Flugscheine? Ja, wer weiß. Ach, nee, du nicht, nix, wer weiß. Du nicht. Nein, so eine kleine, das geht schon. Nee. Man wird einfach so mit der Ruhe dran, dazu. So eine kleine geht. Nee, ich fliege da nicht mit. Vergiss es. Gibt viele. So. Oder ja. Kaiser. Gehst du da rein? Der fliegt schon. Ja, pass auf. Fliegen können da alle mit uns, nur landen können wir nicht. Okay, dann streitet euch da mal. Die Frage hat sich damit schon erledigt, erklärt worden. Seid ihr echte Piloten? Am Mauba hat geschrieben und Max Panther. Ihr seid keine echten Piloten. Nein. Und wahrscheinlich werden sie wohl noch keine Diskussion hier erlebt haben. Cindy Walter, liebe Schlagerpiloten, müssen wir dieses Jahr auch fliegen, um euch live zu erleben? Das heißt, wo seid ihr unterwegs? Boah, wir sind überall. Wir sind in der Schweiz, ja. Österreich. Sehr viel im Osten. Ja. Wir starten ja jetzt dann auch unsere Alpha-Tour. Ab dem 20. sind wir dann... Autogrammstunden-Tour. Genau. Mit dem netten, charmanten, gut... Nee, da müssen wir immer dazu sagen. Ah, ja. Mit dem netten, charmanten, gut aussehenden, hochintelligenten, wortgewandten... Unseren einzigen Freund in der Schlagerszene. Ja, das sagt er, wenn wir eine andere Frage haben. Hier ist dein Freund, der einzige. Genau. Okay, also ihr seid... Findet man auf eurer Seite, ihr habt eine eigene Seite. Sag mal. Ja. Genau, wir haben eine eigene Seite... Facebook-Seite, Internetseite, die Schlagerpiloten.de. Die Schlagerpunkte. Genau, die Schlagerpunkte, Schlagerpunkte. Genau, so ist es. Und da findet man jegliche Termine von uns und da kann man wirklich genau nachschauen, wo wir uns in dem Augenblick auch befinden. Einfach Schlagerpiloten. Immer gerne vorbei. Die Schlagerpiloten. Das wird immer mehr jetzt. Ja, absolut. Also im Ranking steigt unheimlich nach oben. Annika, Michael, möchte gerne wissen, wer von euch hatte die Idee, die ich grandios finde, mit den Uniformen? Ja, die Idee kam eigentlich dann von mir, weil ein guter Freund oder unser Karnevalsverein, die hatten vor 6-7 Jahren auch mal so eine Aufführung mit diesen Uniformen. Ah. Da ging es damals auch drum um Tom Cruise und Top Gun und so weiter.
Und dann war es bei uns eben so, nachdem wir den Namen wussten, wie wir uns nennen wollten, haben wir dann so Lufthansa-Anzüge anprobiert, in schwarz und in dunkelblau. Ja. Und da sehen wir aus wie Sargträger. Das wollen wir nicht. Also das hat mit uns nichts zu tun. Das ist nicht hell, nicht fröhlich, nicht schick und so. Ja. Und dann habe ich mich zurückerinnert und dann rufe ich den Thomas an und sage, Mensch, habt ihr die Uniformen noch? Ne? Da sagt er, ja, die müssten irgendwie noch vorhanden sein. Sag, bring die mal vorbei zum Testen an der Schlagernacht in Weiß. Ja. Wir schlüpfen da mal rein und gucken, ob das aussieht. Das sind die noch? Das sind jetzt mittlerweile schon nachbestellte. Ja, okay. Original aus USA. Okay. Also kein. Das ist US Navy. US Navy, genau. Es sieht ja toll aus, ne? Muss man einfach sagen. Ich meine, ja, ihr hättet ja auch Frau von der Leyen mal fragen können, ob die noch was hat, was gestopft ist. Ich weiß nicht. Naja, also ich weiß nicht. Wir finden die schick. Uschi. Absolut. Ja. Aber ihr könnt ihr ein Lied widmen. Uschi macht keinen Quatsch. Die machen viel zu viel Quatsch. Also, okay. Michaela Wagner, danke fürs Schreiben. Ich möchte gerne wissen, warum die Schlagerpiloten immer Uniform tragen. Das würde mich sehr interessieren. Immer tragen sie nicht. Privat seid ihr privat und werdet trotzdem erkannt. Ja. Wir waren, beste Beispiel war jetzt auch hier in Berlin bei dem Swago Award, unseren ersten Award, als wir den bekommen hatten. Da sind wir natürlich dann auch ziemlich lang gefahren, meistens dann Jogginghose, Käppi auf. Ne? Also, wenn er da sechs. Wie man so im Auto sitzt. Ja, ist eben, genau. Und dann sind wir dann Richtung Rezeption und auf einmal kam dann ein riesen Pulk auf uns zu. Also, so waren die Fans schon da gestanden. Ja, genau. Also die Anzüge haben wir logischerweise nur auf der Bühne an. Ja, aber wie macht ihr das jetzt so bei Fotos? Wenn ihr euch jetzt ansprechen auf der Straße, können wir mal ein Foto machen. Im Prinzip soll sich ja das Image durchsetzen. Ihr könnt aber nicht ständig in Uniform rumlaufen. Nein, machen wir ja auch nicht. Nee. Also im Prinzip ist das jetzt eigentlich nur fürs Branding, also dass man uns auch mit der Musik identifiziert, beziehungsweise wir identifizieren uns mit der Musik und mit dem, was wir tun. Damit es auch einfacher zu merken ist, man will ja auch Aufmerksamkeit. Richtig. Man muss es ja auch tun, man will es ja auch. Ne? Ja. Und wir haben, muss ich jetzt aber auch ehrlich dazu sagen, wir haben auch Spaß daran. Als wir zum Beispiel auf Mallorca waren und die Videos gedreht haben, also uns kennt ja da keiner. Also dann waren wir dann von A nach B. Laufen und wir hatten sofort ein Riesenpulk und das ist natürlich dann. Ja, da kommen dann die Leute und wollen Fotos machen und dann klatschen die noch. Selbst die Japaner, weil sie nicht wissen, wer du bist. Ja, und das ist natürlich dann. Ich habe mal in der Krankenhausserie einen Arzt gespielt und hatte dann auch so Freizeit und Cafeteria und war eine Schlange und dann, Herr Doktor, Sie wollen bestimmt vor, Sie haben bestimmt eine. Also Kleider machen Leute, es ist tatsächlich. Was bei Andreas Gabalier die Lederhose ist, ist bei uns die Uniform. Ja. So, ne? Genau, und die haben auch Knackärsche. Und zwar drei. Marilyn Engelhardt hat geschrieben, hat jemand von euch einen Pilotenschein? Haben wir schon gesagt, nee, die streiten noch drum, ob sie einen machen oder nicht. Ich würde gerne wissen, wer denn nun der Kapitän ist. Ja, alle drei singen ja, lass mich der Kapitän, der Captain deines Herzens sein. Wer hat bei euch das Sagen? Gibt es einen Boss? Nee, jeder hat das Sagen. Gerade jetzt ist es uns am wichtigsten. Genau. Wir sind beide heiße, weil wir erkältet sind. Und wenn einer von uns schwächelt und die Stimme nicht singen kann, weil es vielleicht vom Hals kratzt, dann muss zum Beispiel der Kevin jetzt einspringen. Ja. Und so sind die Rollen vertauscht und wir haben auch jeder bestimmt hier mit und da gibt es keinen Boss, wir machen alles untereinander aus. Schön demokratisch. Schön demokratisch und es gibt auch immer nur drei oder vier Streifen auf der Schulter. Was bedeutet die? Weiß kein Mensch, Ein Streifen bedeutet, ich kann lesen. Zwei Streifen, ich kann schreiben. Und lesen. Und drei Streifen, ich kenne einen, der kann lesen. Okay. Uwe Waldrum möchte wissen, was ist euer Lieblingsreiseziel? Also ich würde wirklich gerne, aufgrund dessen, weil Frank schon mal dort war, nach Bali. Da müsste ich auch mal hin. Stimmt. Ihr habt ja ein Lied von Bali. Genau. Die goldenen Sterne von Bali. Du warst schon da, ja. Ich war schon mal dort und es ist ein wunderschönes Land. Also man kann sich das nicht vorstellen. Man kann auch, sowas muss man einfach wirklich in Natura gesehen haben. Und ja, ne? Super. Toll. Aber da lohnt es sich eben nicht eine Woche oder so. Da muss man mindestens zwei oder möglichst drei Aufgrund Wochen. Aufgrund des Transfers, wir waren ja 27 Stunden waren wir unterwegs. Ja, echt? 27 Weiß. Stunden. Das hätte ich ja wohl Also Minimum 2,5 bis 3 Wochen brauchst du einfach. Um dann auch die Zeitverschiebung, um dann reinzukommen und runterzukommen und dann musst du ja wieder zurück. Aha, Bali. Okay. Bali, ja. Steht auf dem Plan. Steht auf dem Zettel. Ja. So, ne, vielleicht das Video. Aber vorsichtig, Linksverkehr. Echt? Wahnsinn, Du, da weißt du, wie gefährlich Linksverkehr ist? Ich habe das mal ausprobiert zwischen München und Berlin. Ja. Das war ein. Du glaubst doch nicht, dass ich im Urlaub in ein Auto setze und selber fahre. Ja. Du. So, Metap 529.
Reist ihr beruflich viel? Welche Stadt mögt ihr besonders? Das ist jetzt schwer. Wir reisen sehr, sehr viel beruflich, gerade im Moment. Ich glaube, allein im April über 6000 Kilometer sind wir unterwegs. Ja, über 6000, ja. Aber welche Stadt wir jetzt ganz besonders mögen, das ist schwierig. Das Problem ist, du siehst ja auch nicht davon. Du siehst nicht viel davon. Die Halle, rein in die Halle, auf genau. Ja, dann kommt Soundcheck, dann Catering, dann eben schnell was essen, dann wird alles abgesprochen und so weiter. Dann Auftritt, dann kommen noch also, Fotos, Autogramme, CDs und so weiter. Wenn wir rauskommen, ist dunkel. Genau. Aber gestern hattet ihr zum Beispiel hier in Berlin einen Off-Tag, wie es so schön heißt, ein bisschen frei. Ja. Und was macht ihr? Geht in die Kneipe. Ja. Richtig urige Kneipe. War schön, ne? War klasse. Genau, und da haben sie 9 Bier getrunken. Also zusammen. Zusammen, ja. Jeder drei. Und der Fahrer hat auch 9 Bier getrunken. Ja, genau. Guckt der uns jetzt? Nee, der ist jetzt, glaube ich, Besichtigungstour. Ich glaube, der ist im Museum. Der ist im Museum? Ja. Wir haben einen intelligenten Fahrer. Genau, das wollte ich sagen. Erhebt das Niveau. Toll. Okay, dann machen wir weiter mit Bert Weiß. Die Schlagerpiloten, der Name ist Programm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja, Stefan und ich, wir kennen uns ja eigentlich auch schon relativ lange, bedingt dadurch, weil wir ja unsere Einzelkarrieren schon hatten und auf vielen Veranstaltungen trifft man sich immer dann mal. Ja. Und wir kannten uns dahingehend einfach schon länger. Ja. Und Dirk, bzw. Kevin, den habe ich kennengelernt, das ist ja auch schon bestimmt 20, 25 Jahre genau. her. Ja, genau. Das war damals noch bei RPR2. Genau, da gab es dann den Schlagersender aus Ludwigshafen, ne? Ganz genau, den gab es noch. Genau, aufgrund der Tatsache, dass ich dann halt von Nordrhein-Westfalen gegen Bayern gezogen bin, hatte ich dann wirklich mit Nordrhein-Westfalen in der Form eigentlich gar nicht mehr so viel mit den Schlagerinterpreten zu tun. Aber wir kannten uns halt schon über viele Produktionen, die man dann gemeinsam mal gemacht hat, Veranstaltungen, wo man dann gemeinsam war und. Ja. Und von daher ist es so, dass man dann... durch diese ganze Schlagergeschichte, was Stefan ja einfach die Idee hatte, dieses Projekt an den Start zu bringen und ich zufällig dann auch noch an dem Wochenende von ihm eingeladen worden bin mit meiner Frau. Und dann hat er gesagt, du, hey, hier ein super geiles Projekt. Und hattest du das geplant, ihn zu fragen oder warum hast du ihn eingeladen? Wir haben gesagt, wir treffen uns mal. Ja, genau. Und dann habe ich ihm davon erzählt, aber ich kannte zum Beispiel Kevin noch nicht. Ah, okay. Und das war dann wieder unsere Trixie von den Schlager-Chaoten. Die sagte dann, hey... Trixie ging mir quasi 3 Wochen völlig auf die Nerven. Ja. Ich hab da einen und den musst du mir angucken und der ist so toll. Und dann sag ich, lass mir meinen Ruhm mit dem Kram, ihr kennt den nicht, ne? Dann hast du wirklich geschafft, dass ich mich dann mit ihm getroffen habe. Das erste Mal war er dann auch krank. Das fängt schon gut an, jetzt hat er noch Grippe. Ja, genau. Und dann muss noch mal getroffen werden. Und dann habe ich gesagt, yes. War voll begeistert von ihm. Ne? Also ja. Der muss da mit. Und wir waren uns ja schon einig dann. Genau. Der war auch so voll Feuer und Flamme für das Projekt. Aber da siehst du mal wieder, wie wichtig auch Fans und Freunde sind. Ich habe ja mit dem Wort Fan ein bisschen Probleme. Ich sage mal lieber Freunde, weißt du, weil wenn eine Freundschaft draus wird, ist das toll. Ja. Trixie ist eine Freundin geworden. Auf jeden Fall. Ist auch ein fester Bestandteil von den Schlagerpiloten zu 100%. 100%. Ja. Die Chaoten und die Piloten. Ja, wir sind so. Das passt. Reimt sich so gut. Also, Trixie, liebe Grüße. Ich freue mich schon, wenn ich dich wieder am Pool sehe. Komm her, komm, stell deine Frage. Nee, du kannst dich auch mal sehen lassen hier. Ja, komm mal rum. Komm, du siehst gut aus. Das ist unser Kameramann. Guck mal hier runter. Der ist beim Deutschen Musikfernsehen, schneidet ganz viel, ist ganz fleißig. Stell die Frage. Marilyn Engelhardt möchte wissen: Seid ihr alle ein Jahrgang? Nee. Ich bin der Jüngste. Das musste ja jetzt. Aber es gibt schöne Dinge, die kann man eigentlich. Da musst du sagen, ich bin der Klügste und ich bin der Schönste. Ja, genau. Und schon haben wir es. Nee, über das Alter reden wir nicht an der Stelle. Oder wollen wir sagen, dass ich heute Geburtstag habe? Ja, ist doch wichtig. Wir haben auch für dich gesungen. Gleich die Begrüßung, bekam ich gleich ein Ständchen von euch. Obwohl die zwei noch angegriffen sind. Das hörte sich trotzdem zu an. Ich habe eine Gänsehaut gehabt am ganzen Körper. Okay. Noch eine Frage? Eine letzte noch. Gabi Krause möchte wissen, wann eure CD rauskommt und sie hatte sich bereits bestellt. Ja, die CD kommt jetzt am Karfreitag, am 19.04. Ja, und wir sind auch wirklich sehr gespannt und wir fiebern dem Termin auch wirklich
Genau, wir müssen an der Stelle nämlich mal erklären für euch, ihr Lieben, das ist ja so, dass Stefan hat ja als Solist schon einiges gerissen, den habe ich oft auch gehabt bei Veranstaltungen, in Interviews, hat kleine Hits gelandet, auch du bist sehr präsent gewesen, hast eigene Sachen. Mhm. Für dich ist es tatsächlich dein erstes Album. Genau, ich habe immer nur Singles gemacht und jetzt ist es für mich wirklich das erste Album und ich nehme das heraus, für mich ist das mega. Ja, ne? Mega. Ja. Die zwei haben ja schon Alben und so weiter. Und die haben ja auch schon goldene. Ist ja auch kein Thema. Ja, ja, ich bin da ein bisschen, ich laufe da ein Stück hinterher. Dauert der schläft seit zwei Wochen, Nico Schitz, dauernd auf dem Boden. Es wird am Tage der Veröffentlichung Vollmond sein. Du kannst dich rausreden. Da, genau, Karfreitag ist Vollmond angekommen. Ja, läuft bei mir. So, das kann man wirklich sagen. Super, vielen Dank. Hendrik, sehr gerne. Hast du toll gemacht. Also wenn ich mal heiser bin, musst du hier die Sache moderieren, okay? Jederzeit. So machen wir das. Warte. Angelika Baduin möchte wissen, ist das eure erste CD? Als Schlagerpiloten ja. Und seid ihr schon lange zusammen? Wann fängt das an? Wann hast du mich gefragt? Die Studioaufnahmen fingen an zu deinem Geburtstag. Am 30. Ja. Mai warst du das erste Mal mit dem Captain einzigen bei mir im Studio. Genau, das war der 30. Mai. Und der Grundstein war vielleicht so 4 Wochen, 6 Wochen vorher, wo wir uns dann getroffen haben noch. Genau. Und da kann man sagen, so vor einem Jahr ungefähr im April. Genau. Genau. Haben wir angefangen. Genau. Ja, ja, da haben wir angefangen und wie gesagt, die ersten Aufnahmen waren am 30. Mai. Dann der erste Auftritt war Schlager nach den Weiß. Am 7. Juli, glaube ich, war das, ja. Ja, und danach ging es dann los mit Album und so schnell wie möglich, weil da war nichts mehr zu retten, da ging sofort alles auf uns drauf. Und da mussten wir dementsprechend abliefern. Und jetzt ist natürlich die Anfrage ganz, ganz groß. Ständig kommen Anfragen, wann kommt das Album, das nächste am liebsten schon, eine Box soll kommen. Ja. Jetzt habt ihr eine zusammengestellt mit lieben Kollegen, die auch demnächst... Also es läuft, ne? Wie man so im Volksmund sagt, kann man nicht anders sagen. Bin ich in Zeitdruck? Nein. Ach, ne, unsere Schlagerpiloten. Wir überziehen hier heute mal. Ich liebe die Jungs. So, was ist euer aktueller Lieblingssong von euren eigenen? Möchte Petra Hofmann wissen. Also ich habe keinen. Also bei mir ist das stimmungsmäßig. Also ich habe mal einen Tag zum Beispiel 2 Herzen, 1 Kentucky. Da brenne ich dann durch. Dann ist es mal wieder, ich schicke dir einen Ballon, welches dann auch jetzt kommt. Aber dann zum Beispiel auch alles, also es ist immer jeden Tag unterschiedlich. Alles das, was du, ich habe da wirklich... Ich liebe im Moment, lass mich der Captain. Manche Memme, das ist mein Frühstück, lass mich der Captain. Ja. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Songs drauf, die kann man immer hören. Also ich finde es toll. Und das ist ausgeglichen. Völlig. Und tolle Geschichten. Okay. Völlig. Uta Wagner möchte gerne wissen, sie will mehr erfahren, das kann man immer mit einem Wort am besten. Welche drei Worte, wie würdet ihr euch selbst beschreiben? Jetzt seid ihr drei Leute, also du fängst an, ein Wort. Wie würdest du euch beschreiben? Einfach. Ehrlich. Bodenständig. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Beate Wald möchte wissen, habt ihr verrückte Sammelleidenschaften? Sammelt ihr mal was von euch? Uniformen jetzt. Nee, also ich sammle nichts. Nee, ich auch nicht. Nee. Du hast Katzen. Ja, aber ich sammle die ja nicht. Ich habe zwei. Du hast zwei. Reicht. Mehr brauche ich auch nicht. Die muss ich nicht sammeln. Über alles, ne? Ja, also das sind wie meine Kinder. Also man sagt von dir, dass dein Home ist dein Castle, du liebst es, also dein Zuhause machst du alles. Ja. Auch ganz verrückt, auch manchmal gegen den Widerstand deiner Frau. Du machst einfach alles. Ja. Aber die Katzen, wenn die kommen und die Couch da fressen, dann ist egal, wenn du eine neue Couch die kaufst. Dürfen halt alles, ist halt so. Ich kann denen auch nicht böse sein, geht nicht. Okay, ich muss wirklich mich ein bisschen beeilen, unsere Zeit. Pass auf, Brigitte Kaczynski möchte wissen, wann ihr nach Nordrhein-Westfalen kommt. Die Termine stehen auf der Seite. Genau. Schlagerpiloten.de. Genau. So ist es. So, ne? Einfach Finnen, Bayern im Moment oder auch im Osten, ja, aber sie werden überall präsent sein. Es wird toll, Brigitte. So, Timo 1743, ist das das Geburtsjahr? Nee. Seid ihr bei der Schlager-Hitparade in Lübben am 7.4. dabei? Da sind wir dabei. Sehen wir uns. So, und Heini Windhausen schrieb, coole Bande, die schippen dir jetzt des deutschen Schlager. Hey! Was haltet ihr von dieser charmanten Umschreibung? Die schippen dir. Endlich hat es einer erkannt. Aber die ziehen sich ja auch schon Ende der das Show. Das will keiner sehen. Nee. Das will keiner sehen. Dann ist er kein Schippi. Nee, ihr Lieben, ich drücke von ganzem Herzen den Schlagerpiloten die Daumen, dass das richtig knallt, weil das sind ganz, ganz feine Kerle, sage ich auch nochmal für die Instagram-Freunde, ganz, ganz feine Kerle und wenn, also
man wünscht es nicht jedem. Es gibt viele Ochsen in diesem Beruf. Glaub mir das. Euch wünsche ich von Herzen eine riesengroße Karriere. Und ich weiß, ich spüre das, dass ihr euch nicht verändern werdet. Und auch mit einer goldenen am Arsch dann trotzdem die Kumpel seid, die ihr jetzt seid. Auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Dankeschön. Danke fürs Einschalten. Danke. Tschüss. Tschüss.